hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Der Retro-Skala ist da. Ich würde sagen, ich packe das gute Gerät einmal aus und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an. Und dann werde ich das dementsprechend am Commodore anschließen. Optional einmal am Fernseher und dann natürlich hinterher am richtigen Monitor, was ja die eigentliche Aufgabe des Retro-Skala ist. Ich würde sagen, los geht's. So, eine Anleitung, Schutzpappe und hier wäre das eigentliche Gerät. Vom Gewicht her, naja, eigentlich doch recht leicht. Ja, und so sieht das gute Schätzchen aus. Hier wären die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Ich brauche den S-Video, nicht Super Video, ist was anderes. Ich brauche den S-Video-Eingang und Audio als Cinch und natürlich HDMI-Ausgang. Das Ganze braucht noch ein bisschen Power, einen Ausschalter. Ja, viel mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Und hier haben wir bestimmte Einstellmöglichkeiten. So, ein Netzteil. Diesen Adapter schließe ich hier an. Zack, da wäre er drin. Kabellänge ist ein bisschen bescheiden. Ich denke mal so, na, 1,2 Meter. Mehr dürfte das nicht sein. Ich habe noch so einen Adapter dran. Da kommt dann dementsprechend hier rein. So, was brauchen wir noch? Ja, dementsprechend für den Commodore hier diesen DIN-Stecker auf S-Video. Mit einer separaten Audioabkopplung. Ja, das schließe ich jetzt am Commodore an. Und dann geht das Kabel dementsprechend in die Retrobox. So, das Ganze wäre jetzt miteinander verbunden. Sieht natürlich jetzt hier noch ein bisschen wild aus mit den ganzen Kabeln. Aber für den ersten Test sollte es erstmal so reichen. Muss natürlich dementsprechend hier auf S-Video alles einstellen. So, und da wäre das Bild. Wie man sieht, natürlich jetzt hier ein bisschen sehr klein skaliert. Ich muss mal gucken, dass ich die Fernbedienung von dem Fernseher finde und dass ich das dementsprechend vernünftig einmal hier einstelle. So, der Retro-Skala ist jetzt angeschlossen. Ich habe jetzt so die richtige Einstellung gefunden. Und ich muss sagen, das Bild ist wirklich gut. Es ist nicht perfekt. Man sieht hier immer noch diese Streifen. Aber die Schrift zum Beispiel, die ist total klar. Ich drücke mal eben jetzt hier ein Reset. Also gerade jetzt hier bei der Final Cut Bridge, die Schrift, die konnte man normalerweise gar nicht lesen. Und das funktioniert jetzt super. Auch hier, Schrift ist schon mal sehr klar, wie gehabt, diese Streifen sind vorhanden. Aber wenn man dann diesen Spiel spielt, sage ich mal, fallen die eigentlich so gut wie gar nicht auf. Gut, so ein bisschen Retro-Feeling bleibt halt eben, ist auch nicht verkehrt. Dann haben wir jetzt irgendwas starten als Beispiel. Auch hier schon die Schrift, alles ganz klar. Also ist kein Vergleich zu vorher. Auch hier, das sieht alles schon wesentlich smarter aus. Besonders bei dem Bild fällt das besonders auf. Vielleicht wenn das Titelbild kommt. Ja, das ist schon eine ganz andere Qualität. Kleiner Schönheitsfehler ist noch dieser schwarze Streifen. Dieser weiße Streifen hier. Der sollte eigentlich normalerweise nicht sein. Ich kann da mal ganz kurz hineinstarten. Continue Game, of course. 1 Stunde 14. Ich kann mal jetzt hier so ein bisschen rumlaufen, so just for fun. Ja, und da erkennt man, denke ich mal, schon an der Figur oder in dem Fall an den Figuren, dass die Qualität natürlich um einiges besser ist. Also so gefällt mir das schon auf jeden Fall. Also damit kann ich auf jeden Fall leben. Und klar, besser geht immer noch, aber dann ist man locker bei 300 Euro, denke ich mal. Und das ist jetzt eine preisgünstige Alternative, knapp unter 100 Euro. Und insofern bin ich damit jetzt erstmal zufrieden. Kann sein, in ein paar Jahren, dass ich nochmal irgendwie vielleicht doch die teure Variante mir zulege. Aber wie gesagt, es ist sehr gut. Mir gefällt es. Und das ist ja die Hauptsache. Ja, eine Sache noch. Ich habe mir jetzt das Bild auf 16:9 gestreckt. Das ist natürlich jetzt eine Einstellungssache des Monitores. Und natürlich kann man auch das Ganze jetzt auf 4:3 einstellen. Das kann ich ja mal ganz kurz machen. Ja, so würde die ganze Geschichte dann mit 4:3 aussehen. Und dadurch sind die ganzen Linien, sage ich einfach mal, ein wenig mehr gestaucht. Beziehungsweise nicht gestreckt, muss man eher sagen. Und dadurch wird die Qualität auch nochmal einen Tacken besser. Ja.
kann ich jetzt hier auch nochmal so einen Test laufen lassen, um zu gucken, wie das Ganze jetzt in 4:3 aussieht. Dann hätte man eigentlich den originalen Zustand. So, das wäre jetzt Originalbild oder Bild-Seiten-Verhältnis 4:3. Bisschen ungewohnt für mich jetzt, dass das der Kopf ein bisschen schmaler ist, aber so ist natürlich richtig. Klar, dann ist die Qualität natürlich noch besser, Bild insgesamt ist natürlich ein bisschen schmaler, aber so wäre das ja eigentlich auch richtig. Gut, ich würde sagen, ich mache nochmal eine Runde Gianna Sisters an. Und dann sollte es für diesen Test hier reichen. Ja, und auch hier in erster Linie die Schrift. Da sieht man es am besten, wie schön dann doch die Auflösung sein kann. Ja, nee, je nach Hintergrundfarbe sieht man halt eben diese Streifen hier. Aber Gianna als solches gestochen scharf. Selbst die Blöcke hier. Ja, ich muss sagen, mir gefällt es. Ich habe hier so ein kleines Testprogramm geschrieben. Also einen kleinen Farb- oder Wick-Test nennen wir das einfach mal. Und jetzt rattert ja die ganzen 16 Farben einmal rauf und runter. Und hier war es in der Vergangenheit oft, gerade jetzt hier in dem Bereich, wo Schriftfarbe steht, dass dementsprechend die Schrift eigentlich sehr, sehr schlecht zu lesen war. Und jetzt bei allen 16 Farben durchgehend gut lesbar. Und auch alles hier gut ablesbar. Ich würde sagen Note 2. Und das passt schon. Ne? So, ich habe auf der Schnelle mal ein kleines Programm geschrieben. Ich starte einfach mal hinein. Einfach nur mal diesen Farbtest durchzuführen. Ja, und ich würde sagen, die Schrift ist auf jeden Fall super ablesbar. Natürlich beim schwarzen Hintergrund, dementsprechend natürlich auch besser als beim hellen Hintergrund. So, ich habe mir so gedacht, ich schließe meinen C64er mal direkt an meinem Laptop an und nehme das mit dieser Capture-Karte auf, damit man die Qualität besser beurteilen kann, weil direkt über eure Webcam täuscht es ein wenig. Ich denke mal, die Striche, diese vertikalen Striche, die sieht man jetzt hier schon besser, wenn ich das so jetzt mal aufnehme. Aber dennoch kann man die Schrift jetzt hier super ablesen. Und das finde ich schon mal das Wichtigste überhaupt, dass man wenigstens was erkennt. Und das ist am normalen Fernseher ist es nicht gegeben. Da wäre jetzt bei dieser Einstellung, wäre halt eben dementsprechend alles total unleserlich. Ja, so sieht das Basic aus. Im Startmenü, man erkennt diese einzelnen grafischen Streifen. Aber wenn ich jetzt dementsprechend etwas lade, ist alles gut ablesbar. Ich kann ja mal jetzt hier drüber mal ein Spiel starten. Ja, ich drücke es mal eben ein bisschen mit den Einstellungen hier. So. Ich starte mal hinein. Zum direkten Vergleich nehme ich auch mal dementsprechend Gianna Sisters. Das kann natürlich sein, dass das Ganze jetzt ohne Ton ist. Da fehlt mir nämlich noch ein Kabelanschluss. Gut, den Ton müssen wir uns jetzt in dem Fall einmal kurz denken. Okay, ich nehme jetzt doch Metal Warrior. Und mit F3 One wird das Ganze gestartet. So, ich starte hinein. Ja, wenn der Ton jetzt nicht ganz so gut klingt, das liegt dann daran, dass ihr den Ton jetzt über mein Mikrofon hört. Okay, jetzt beim Spielen habe ich definitiv so eine kleine Verzögerung. So schlien. Das ist im wahren Leben natürlich nicht. Ich denke mal, es liegt an
daran das Ganze noch über den Laptop hier läuft. Gut, das sollte auch für den Test erstmal reichen. Ich gehe mal wieder raus und starte nochmal mein Farbtestprogramm. Mein selbstgeschriebenes natürlich. So, wo haben wir meinen Test hier? Der SIT-Test. SIT- und Farbtest. Ja, als SIT-Test habe ich den angefangen zu programmieren. Und ein Farbtest ist hinterhergekommen. Okay, den SIT-Test brauchen wir jetzt nicht anhören. Ich glaube, Run 500. Und dann geht es dementsprechend mit dem Farbtest weiter. Und jetzt könnt ihr eigentlich besser erkennen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ja, man sieht halt eben diese vertikalen Striche. Gut, ist jetzt so. Das wäre so ein einzelner Schönheitsfehler, aber ansonsten, wie gesagt, alles klar ablesbar. Ich bin damit zufrieden. Nur damit ihr jetzt einen vernünftigen Eindruck bekommt von dieser Retro-Skala. Wie heißt die? Retro-Skala 2x, also zweimal Box. Sie ist gut, ja, mit knapp 100 Euro auch nicht ganz so günstig, aber dennoch erheblich günstiger als wie die professionellen ja, Upscala oder wie die sich auch immer nennen, diese Geräte. Und da ist man locker bei 300 Euro. Es ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Und das macht dann dementsprechend am HDMI-Monitor, macht das auf jeden Fall Sinn. Insofern, danke fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!